MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind auf unserem ganz neuen, ja, Ibrahimovic-Hybrid, will ich es mal nennen. Und ja, da wurden mir auch zwei sehr gute Vorschläge gemacht. Einen habe ich schon umgesetzt, und zwar Funny auf die Rechtsverteidigerposition. Das stimmt natürlich. Ich denke mal, der ist auch ein Ticken besser als der Raphael. Weil ich meine, der ist körperstark, ist groß und ist auch noch pacyger dazu. Also passt eigentlich alles. Und dann wurde mir für die Linksverteidigerposition noch der José Angel, dieser silberne Inform, empfohlen. Allerdings, den habe ich noch nicht gekauft, weil der aktuell irgendwie über 90.000 kostet. Das kommt mir schon wenig seltsam vor. Deswegen will ich mir das erst nochmal genauer anschauen, ob das denn wirklich so sein kann. Nicht, dass ich den jetzt heute kaufe und morgen ist er irgendwie nur noch 30.000 wert. Das wäre ein bisschen blöd. Und ja, das wäre es eigentlich gewesen. Jetzt wollen wir das Team aber mal testen. Und aus diesem Grund schmeiße ich euch kurz raus. Und wenn ich einen Gegner gefunden habe, hole ich euch wieder rein. Also bis gleich. So, ich habe jetzt endlich einen Gegner gefunden. Längste Suche bisher. Und wir spielen gegen Rooney, Suarez, Cazorla, Iniesta, Xavi, David Villa, Jesus Navas, Puyol, Piqué, Mascherano und Iker Casillas. Und ja, ich habe 20 Minuten einen Gegner gesucht. Also ja, das ist wirklich spitze. Und vor allem, ich weiß nicht, ihr habt es wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Es ist trotzdem ein Einzelspiel. Weil im Pokal habe ich, keine Ahnung, über 10 Minuten auf jeden Fall gesucht und nichts gefunden. Und ihr müsst verstehen, ich habe übel Hunger. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, nee, Massive, suchst du mal nochmal ein Einzelspiel. Ich meine, ist ja jetzt hier ein ordentlicher Gegner auf jeden Fall vom Team her. Ob er so dann ordentlich ist, das wird sich noch zeigen. Und ja, alles klar, dann lassen wir uns einfach mal drauf ein, wie er denn so spielt. The Beast irgendwas. Na, was ist jetzt los? Ich kann nichts machen. Ist wahrscheinlich irgendwo noch ein Ball im Spielfeld oder so. Jetzt kann ich was machen. So, schmeißen wir mal nach hier hinten. Und da haben wir hier Della Bella und da ist Ibrahimovic. Ja, hat der Della Bella gar nicht mal so schlecht gemacht. Irgendwas läuft jetzt hier ganz schlecht mit der Latenz. Also wo das Spiel gestartet ist, war überhaupt nichts. Aber jetzt irgendwie ganz, ganz komisch. So, Griezmann bei uns mit den Eckbällen. Und der kommt ganz gut. Aber Iker Casillas ist draußen. So, ja, irgendwas ist hier so ein bisschen laggy jetzt auf jeden Fall. Deswegen hier natürlich auch aufpassen. Oh, scheiße, ey. Es musste irgendwie so kommen, dass dieses Spiel jetzt so gut wie unspielbar ist, obwohl ich 20 Minuten gesucht habe. Aber es tut mir echt leid, ey. Ich kann jetzt nicht schon wieder das Spiel irgendwie abbrechen und dann wieder neue Aufnahme, wieder 20 Minuten suchen. Das geht einfach nicht. Tut mir leid. Oh, ja gut, das hing jetzt ein bisschen am Laggen, weil Ibra einfach die Aktion nicht ausgeführt hat. Habe ich eigentlich einen Scoop-Turn angesetzt gehabt. So, Lukas kriegt den Ball, aber geht leider ins Aus. Ja, es ist natürlich für euch auch nicht schön anzugucken. Ich muss leider sagen, es war komplett grün. Na gut, ich muss auch sagen, wahrscheinlich auch wenn es orange gewesen wäre, hätte ich weiter gedrückt. Aber es war wirklich komplett grün, deswegen wundert es mich ein bisschen, dass ja die Verbindung jetzt wirklich so schlecht ist. Payet bringt den jetzt hier vorne auf Ibrahimovic. Und der wird ihn reinmachen. Oh. Oh. Ficken, Alter, das gibt's ja nicht. Ja, den macht er nicht rein. Könnte ich mir gut vorstellen, dass es halt ja an dieser krassen Latenz liegt. Es ist halt wirklich unspielbar. Ich denke mal, es ist auch katastrophal für euch anzusehen. Ich überlege auch gerade, ob ich euch irgendwas erzähle. Dann verliere ich vielleicht das Spiel, weil ich mich nicht konzentriere. Aber ja, ich kann euch das ja kaum antun hier. Vorhin ist zum Beispiel was ganz Witziges passiert. Da wollte ein Deutscher einen auf Thai machen, sozusagen, von der Fahrweise her. Dazu sei vielleicht noch dazu gesagt, hier fahren, so, ich würde mal sagen, zu 80% SUVs rum. Das heißt, das sind diese Geländewagen. Weil irgendwie, die werden hier, ja, wie nennt man das, subventioniert. Das heißt, die gibt es dann günstiger und alles. Und deswegen fahren hier, wie gesagt, ja, zu 80% diese SUVs rum. Und ja, da ist so ein Deutscher mit seinem Roller lang gefahren. Und ja, der hat gedacht,
ja, überholen wir den SUV doch einfach mal von der falschen Seite. Das heißt, der ist dann so halb, wollte der über den Bürgersteig und alles drüber. Da hat der Teil sich gedacht, fick dich, Kollege, ist voll mit seinem Jeep auf den drauf gefahren. Also nicht auf den drauf, sondern gegen den sozusagen, mit der Seite. Und ja, da hat der Deutsche dann mal einen Plumps in so einen halben Essensstand gemacht, der dann da an der Straßenseite war. Im Deutschen geht es übrigens wunderbar, der hat auch noch nicht mal Schürfwunden oder sonst irgendwas, der ist auch langsam gefahren gewesen, aber war schon irgendwie ganz witzig. Ich weiß eigentlich, sowas ist nicht witzig, aber ich fand es dann schon ein bisschen witzig. Pogba, och, den zieht der am Tor vorbei, das gibt's ja nicht. Ich glaube aber, Latenz wird vielleicht ein bisschen besser, kommt mir irgendwie so vor. Es war auf jeden Fall irgendwie ganz witzig. Der Deutsche lag dann so auf dem Boden, hat auch keinen Mucks gemacht zu dem Thai. Der Thai hat ganz kurz aus dem Fenster geguckt, ist dann weitergefahren. Boah. Und der kommt ja auch noch durch, der Suarez. Und ja, ja, der ist halt eiskalt, wollte der über die linke Seite überholen. Ihr müsst auch sehen, hier ist Linksverkehr, ne? Also die Autos fahren dann auch links. Und ja, da wollte der so ganz cool mit seinem Roller an dem SUV vorbei und der hat dann einfach mal kurz ein bisschen eingelenkt in Richtung des Deutschen. Und dann ist der ganz schnell umgeblumst, der Herr. So, jetzt vielleicht dann doch noch ein bisschen, ja, irgendwie so obvious, wenn das jetzt drinne gewesen wäre. Ich meine, wir sind schon vorne, vor allem auch was Chancen betrifft hier gegen den Gegner. Aber bringt halt nichts, wenn du nicht vom Ergebnis her vorne bist. So, und jetzt hier bringen wir den nochmal, oh, wenn er den gleich drüber bringt, der Lukas, und nicht nur irgendwie diesen Stoppfehler drin hat, dann ist er wahrscheinlich im Tor drinne. Ja, das ist halt wirklich eklig. Die Pässe kommen vor allem gar nicht dahin, wo ich hindrücke. Kommt immer irgendwo anders hin. Muss man sich erstmal drauf einlassen, auf die Scheiße. Das war halt eigentlich der Pluspunkt hier, will ich mal sagen, in Thailand. Das heißt, es hat zwar manchmal, ja, stundenlang, will ich fast sagen, gedauert, bis hier irgendwie mal ein Gegner gefunden wurde. Aber wenn ich wen gefunden hatte, hat es eigentlich nie geleckt. Das hat sich jetzt grundlegend geändert. Es ist eigentlich, ich glaube, das ist so der komplett ekligste Leck, der passieren kann, ohne dass das Spiel abbricht. Würde ich mal so schätzen. Also es ist wirklich so gut wie unspielbar. Und ja, aber was willst du machen? Wie gesagt, ich kann jetzt nicht einfach wieder eine neue Aufnahme starten. Ihr müsst mich da leider auch verstehen, weil ich nehme 3 Videos am Tag auf und da kann ich dann halt nicht irgendwie, ja, okay, jetzt ist hier nicht so die tolle Latenz. Jetzt habe ich zwar eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde für dieses Video schon in Anspruch genommen, aber scheiß drauf, wir nehmen jetzt mal ein neues Video auf. Tut mir leid, also so viel Zeit habe ich dann doch nicht. Ich sag mal so, wenn ich das hauptberuflich machen würde, dann wäre ich ja fast dazu verpflichtet, das zu machen. Aber jetzt würde mir nur die Möglichkeit bleiben, entweder gar nichts hochzuladen, also für dieses Video. Das sollte, glaube ich, das Abendvideo werden. Oder es ist die Möglichkeit, dass ich dieses hier hochlade. Und da denke ich mal, seid ihr vielleicht damit mehr zufrieden als mit gar nichts. Und deswegen lade ich dann das mal hier hoch. Ich weiß nicht, vielleicht wird es ja noch interessant, wenn der Gegner hier irgendwie mal seine Connection mal ein bisschen klar kriegt. Hier jetzt meiner Meinung nach langsam das hochverdiente 1:0 mit Younger Mbiva. Ja, vielleicht hat er das ja extra gemacht mit dem Rumgelegge. Ich gehe mal nicht davon aus, aber man kann ja immer mal hoffen. So, vor allem das Spiel, das ist halt irgendwie, ja, wie soll man das sagen? Das ist unberechenbar. Mal gucken, ob der jetzt hier im Abseits ist, der Payet. Anscheinend nicht. Oh, schade. Dimitri Payet hat ja auch einen 82er oder 83er Schuss, glaube ich sogar. Da kann man das mal machen mit dem Jungen. Griezmann. Bringen wir ihn hier drüber und da kommt er leider nicht auf den Ibrahimovic drauf. Ist ja Ibra ein bisschen weit weg gewesen. Ich kann natürlich auch das Team keinesfalls bewerten hier in diesem Spiel. Es könnte ganz gut sein, es könnte aber auch im Prinzip richtig scheiße sein. Das werde ich dann sehen, sobald wir ein ordentliches Spiel machen können. So, gibt das jetzt eine Ecke oder einen Einwurf? Ich hoffe mal einen Einwurf. Ich habe auch übel Hunger, Alter. Das kommt auch noch dazu. Ich habe jetzt, glaube ich, seit knapp 30 Stunden oder noch länger nichts gefressen. Selber schuld. Also ich war irgendwie teilweise dann auch zu faul, irgendwie mal loszufahren, um was zu essen. Ist halt so, dass ich hier nur in Restaurants esse. Also das heißt, ich mache mir hier nicht irgendwas bereit in der Küche oder so. Ich esse, ja, komplett alleine nur in Restaurants. Und
Ja, manchmal bin ich dann einfach zu faul dafür, aber dafür gebe ich mir, glaube ich, jetzt gleich nach dieser Aufnahme richtig. Das heißt, ich werde dann wahrscheinlich wieder so ein schönes Schnitzel, wie ich schon auf Facebook gepostet habe, essen und danach nochmal eine Runde Thai. Das heißt dann, das ist meistens so Chicken mit ein bisschen Reis. Mal gucken, vielleicht nehme ich auch heute mal Scampis. Bin ich mir noch nicht sicher. Da kann man sich immer aussuchen, ob man zu diesem Thai-Gericht Chicken haben will, Pork, Beef gibt's noch, Scampis, allgemein Meeresfrüchte, da gibt's alles Mögliche. Muss ich mal gucken, was ich mir heute auswähle. Ja, wie gesagt, zu dem Spiel will ich einfach nicht viel zu sagen. Ich würde auf jeden Fall mal sagen, dass wir trotz des Lecks verdient in Führung sind, aber ja, das ist halt wirklich kein Spiel, wo man irgendwas bewerten kann. Der Gegner spielt eigentlich prinzipiell nur durchgehend Bälle in den Lauf. Das kann natürlich jetzt auch daran liegen, dass der Gegner hier, ja, dass es halt leckt und er nicht anders spielen will. Oder er macht das standardmäßig so. Kann natürlich auch gut sein, weil er hat ja so Leute mit Xavi und Iniesta im ZM, die halt diese Pässe ganz gut drauf haben. Aber, wie gesagt, ich will dem Gegner jetzt mal nichts unterstellen. Vielleicht ist es jetzt auch wirklich nur so wegen dem... Ah, schön von Payet eigentlich gemacht. Wird dann aber gefällt hier von Piqué. Nee, von Navas. Ich weiß jetzt nicht, wie sein Spielstil normalerweise ist. Ich glaube aber, wir würden ihn auch besiegen, wenn es hier nicht lecken würde. Vielleicht sogar ein bisschen eindeutiger, weil ich dann vielleicht meine Chancen verwandeln würde. So, Ibra kommt leider ganz und gar nicht an, aber wenigstens im Seitenaus. Da können wir wenigstens hier den Einwurf ausführen lassen. Ich glaube, die Latenz ist auch besser geworden. Komischerweise wird die Latenz immer erst besser, wenn ich führe. Ganz komisch. Also von mir muss ich echt sagen, kann das diesmal eigentlich nicht kommen. Ich kann mir nur vorstellen, es muss auch nicht unbedingt von ihm kommen. Ich kann mir nur vorstellen, dass wir vielleicht diesmal einen Gegner gefunden haben, der irgendwie echt weit weg ist von der Location her. Keine Ahnung, vielleicht tatsächlich mal, nee, einen Europa-Gegner kriegen wir hier, glaube ich, ganz sicher nicht. Aber vielleicht mal echt einen, der irgendwie ein bisschen näher dran, ein bisschen weiter weg ist. Und dass deswegen die Latenz so scheiße ist. Das kann ich jetzt natürlich so nicht sagen. Weil ich eben nicht weiß, wo er herkommt. Aber ich meine, prinzipiell ist mir das auch egal. Manche meinten, ich soll in Spielerbegegnungen gucken, was der für eine Sprache spricht. Ich meine, was bringt's mir denn? Dann weiß ich vielleicht, woher der Junge kommt. Aber ja, es bringt mich ja so nicht weiter. Ich musste ja das Spiel so oder so gegen ihn machen. Ob er jetzt aus einer guten Region kommt prinzipiell oder aus einer schlechten Region, ja, das sehe ich dann vielleicht daran, aber das bringt mich ja nicht weiter. Das bringt mich kein bisschen weiter. Ich weiß nur, dass ich dann so und so lange gebraucht habe, bis mir einer von dieser Region gezeigt wurde. Lol. Witziger Schuss von Griezmann. Ich glaube, der ist Linksfuß, ne? Muss ich dann auch ein bisschen drauf eingehen, wenn wir dann richtig spielen sozusagen. Payet? Ah, scheiße. Ich dachte, er geht noch einen Schritt, hat es dann aber doch aus dem Stand gemacht. Er hat es aus dem Stand gemacht. So, jetzt mal hier gucken. Ja, spielt er ein bisschen hinten, Tiki-Taka rum, aber dann ist er bald doch wieder bei mir. Und zwar beim Kabay. Der hat doch einen Longshot. Boah, schade. Ein Ticken zu weit nach links, sonst wäre das Ding wahrscheinlich drinnen gewesen. Kam ganz gut. Hat der nicht irgendwie sogar 99 Longshots oder so? Müsste doch irgendwas in die Richtung gewesen sein. So, Kabay macht das hier gut. Ja, eigentlich kein Foul. Ich glaube, da wollte er gerade mit Iniesta eine Schusstäuschung machen. Pogba hat 100% Pässe. Geht klar, würde ich mal sagen. So, Ibrahimovic. Ja, nehmen wir jetzt mal hier Kabay, Payet mit. Jetzt wieder auf den Ibra und der macht jetzt einen Longshot. Ah, scheiße. Ja, okay, hätte ich vielleicht noch 2-3 Schritte gehen sollen. Aber es sah mir irgendwie gut genug aus mit den Schritten, die ich gegangen bin. War es dann aber doch nicht. So, Lukas holt sich erst den Ball wieder und lässt ihn dann wieder droppen. So, Payet. Ibra steht doch im Abseits, oder? Ja, das war doch eindeutig, Ibra, Junge. Was machst du da vorne? So, also ich muss sagen, jetzt ist es mittlerweile einigermaßen spielbar. Es ist, wie gesagt, es leckt natürlich immer noch. Aber es ist auf jeden Fall spielbar. Nehmen wir hier mal einen Pogba mit. Auf dem Ibra. Ibra Finesse. Ja, irgendwie kriegt die Schüsse hier in dem Spiel nicht so ganz zu Rande. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen an der Connection liegt oder an was, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, manche Schüsse kriege ich nicht so ganz auf die Reihe. So, jetzt haben wir hier Johan Kabay. Ich will mit ihm schießen. Ja, jetzt dürfen wir. Schade.
Hübsches Ding. Holt der Casillas aber raus. So, Griezmann. Haben wir hier nicht eigentlich auch die Leute für die Ecken geändert? Ich hätte das nämlich gerne alles Kabay machen lassen. Ibrahimovic. Und schon wieder direkt abgeschlossen. Hätte ich vielleicht einfach mal ein bisschen warten sollen. So, Santi Cazorla spielt uns hier direkt in die Füße. Nee, ich muss sagen, der Gegner hat auch irgendwie... Ich glaube, der Gegner ist auch nicht gut. Muss ich einfach so sagen. Weil jetzt, wie gesagt, geht es einigermaßen zu spielen. Payet und Ibrahimovic läuft in den Schuss rein. Ah, ich will nochmal einen Longshot hier in diesem Spiel noch machen. Aber er wird mir nicht vergönnt. So, jetzt hier nochmal. Man kann mit den Jungs hier auf jeden Fall ganz hübsch kombinieren. Kabay, alter Vater. Der hat auf jeden Fall einen ziemlichen Strich, der Junge. Und wenn man nicht so ein heftiger Keeper wie Casillas drinne steht, dann geht so ein Ding vielleicht dann auch mal rein. So, hier ist wieder Johan Kabay. Alter, der macht die Dinge aber auch fast aus dem Stand. Das ist wirklich nicht schlecht, muss man so sagen. So, Griezmann wieder mit der Ecke. Ibrahimovic steht. Jetzt aber wieder Yanga Mbiwa. Er kommt irgendwie immer sehr gut in Schussposition, der Kleine. Ist, glaube ich, gar nicht so klein. Aber ich glaube auch nicht der unbedingt größte. So, sehr schön. So, jetzt haben wir hier wieder Kabay. Schusstäuschung. Ach, scheiße. Da wollte ich dann noch eine machen, aber das war dann eine zu viel. Wir führen aber nur 2-0. Also, Massive sollte sich auf jeden Fall ein bisschen konzentrieren. Ich meine, er sprüht 0,0 Gefahr auf mein Tor aus. Aber es passiert halt so schnell, dass du dann doch einen fängst. Und dann wird es eklig. Irgendwie wird die Latenz jetzt auch wieder um einiges schlimmer. So, so ein Ding kann nämlich zum Beispiel mal reingehen. Und keine Ahnung, ich glaube, Funny war es, der da ein bisschen sehr spastisch reinspringt. So, jetzt kommt der Eckball. Zum Beispiel sowas kann passieren. Ja, Puyol hier nämlich. Jetzt kriegen wir den Ball aber nicht raus. Ja, schön abgefangen von Griezmann. Kriegen wir hier auch auf die Seite durch, auf Dimitri Payet. Aber das ist einfach nur den Lex zu verschulden. Ich konnte halt die Körpertäuschung nicht machen. Und ja, da ist er einfach direkt in den Gegner reingelaufen. Pogba erst mit einer guten Leistung. Und jetzt kommt, ja, das ist genau sowas, was ich meine. Der Gegner hatte prinzipiell keine einzige Chance und macht hier trotzdem das 2:1. Ja, das ist jetzt natürlich bemerkenswert. Vor allem, weil ich keinen Bock habe, obwohl das ist ja Einzelspiel. Das heißt, da könnte ich dann Verlängerung, Elfmeterschießen machen. Müsste ich aber nicht. Ehrlich gesagt, bei dem Gelege hätte ich da auch nicht unbedingt Bock drauf. Ja, hier macht er halt aus 30 Metern ein Tor. Ja, das ist genau das, was ich angesprochen habe. Er steht auch übel auf sein Tor. Definitiv. So, wir dürfen ihn auf jeden Fall jetzt nicht mehr zu einer Chance kommen lassen. Ich meine, er hat halt leider Gottes auch vorne die Leute stehen, die so ein Ding reinmachen können. Und ja, deswegen müssen wir dann eher drauf bedacht sein, vielleicht jetzt noch das entscheidende 3:1 zu machen. Ibra steht, weil er hat auch nicht die allergrößte Verteidigung, bis auf Piqué. So, jetzt Rooney. Ibrahimovic bis nach hinten hin durchgezogen. Hat sich auch gelohnt. Oh, schön abgefangen. Chiellini auf die Außen. Jetzt nehmen wir hier mal außen Louis mit, aber den kriegen wir leider nicht durch. So, und den Spieler hier direkt mal ins Aus. Aufnahme geht 40 Minuten, aber sie scheint noch weiter zu laufen, also alles gut. So, schmeißen wir ihn erstmal hier. Ja, okay, auch okay. Yanga Mbiwa hier. Ja, gut, kommt an. Ibrahimovic, springen wir nochmal auf die Seite. Und jetzt hier draußen durch, auf dem Lukas. So. Ja, okay, irgendwie. Jetzt da drüben. Ach, scheiße. Ja, das sah irgendwie zu gut aus, aber den bringt er innen durch und der geht dann natürlich auf Casillas. Und jetzt ist das Spiel dann auch zu Ende. Ich denke, ganz klar verdient. Ich habe in dem Spiel, glaube ich, 10 Longshots oder so gemacht. Die hätte ich natürlich auch zu einer ganz normalen Chance ausspielen können. Aber naja, haben wir nicht gemacht. Und somit das Ding nur ganz schön knapp 2:1 gewonnen, weil er irgendwie nochmal so einen 30 Meter Luckshot mit Santi Cazorla macht. Gut. Ja, komm, drück mal weiter hier, Kollege. Ziehen wir nochmal so ein, zwei Päckchen, würde ich sagen. Oder nicht? Doch, doch, komm, das machen wir nochmal. Das können wir jetzt nochmal dazu zählen. Kabay, Spieler des Tages, Tore Lukas, Yanga Mbiwa, Eigentore keine. Torvorlagen Ibra, Schüsse aufs Tor, haben alle mal so ein bisschen mitgemacht. Erfolgreiche Pässe, Kabay sehr gut, Pogba sehr gut.
Payet sehr gut, Ibra sehr gut, Griezmann und Lucas fallen so ein bisschen ab. Verteidigung, ja, geht. Was haben wir denn für eine Passquote? Ja, das interessiert mich vielleicht nochmal. Joa, 79, ziemlich mies. Aber naja, man muss halt wirklich auch bedenken, das ist sehr eklig bei diesem Rumgelegge zu passen. Ja, zur Statistik müssen wir nicht viel sagen. Wie gesagt, auch mit dem Rumgelegge waren wir, glaube ich, ganz klar überlegen. Vor allem in der zweiten Halbzeit ging es dann auch teilweise wieder mit dem Spielen. Nur gegen Ende wurde es dann wieder irgendwie schlechter. So, wir haben nämlich auch noch hier so ein Season-Ticket-Set rumgammeln. Und das wollen wir auf jeden Fall auch mal ziehen, wenn wir hier wieder in den Shop reinkommen. Wenn nicht, werde ich mal ganz kurz auf FIFA-Points gehen und dann nochmal auf Shop. Das letzte Mal hat das jedenfalls irgendwie geklappt. Mal gucken, ob es diesmal auch klappt. Weil ich glaube, er will uns wieder nicht reinlassen. Na komm, push dich, bitte. Was ist denn eigentlich bei Transfers los? Was habe ich denn verkauft? Ich überlege, ich habe gar keine Ahnung. Was habe ich denn verkauft? Naja, irgendwas habe ich verkauft. Komm, jetzt lass uns mal ganz kurz in den Shop rein, bitte. Okay, lässt er nicht, also ganz kurz auf FIFA Points. Lässt uns auch nicht drauf. Gehen wir auf Goldsets. Genau, das haben wir das letzte Mal gemacht. Das hat dann auch geklappt. So, jetzt kommen wir rein. Dann ziehen wir jetzt erstmal hier so ein 7,5 und danach ziehen wir uns noch das Kostenlose. So, 7,5 mit Messi drauf. Und es ist natürlich Messi drinne. Oder Cristiano Ronaldo oder Zlatan Ibrahimovic. Oder Fabio Coentrão. Also ich meine, Portugiese und Real hat schon mal ganz gut gestimmt. Aber leider Gottes das Overall-Rating nicht ganz richtig. So, jetzt hier nochmal ein bisschen Verträge mitgenommen, Fitness mitgenommen. Hawk nehmen wir uns natürlich auch mit. Arsenal, drittes Trikot ist wahrscheinlich für mich nicht so interessant. Vor allem, weil wir es schon haben. So, mal gucken. Ach, das ist das. Ja, okay. Werden wir wahrscheinlich eh nicht nutzen, aber wir haben es ja eh im Verein. So, und jetzt noch das Season-Ticket-Set und dann sind wir für heute raus. So, da ist es. Mein Set, Season-Ticket-Set, Promo, ab geht's. Komm, da muss noch was Geiles drinnen sein. Ich weiß gar nicht, was das Beste im Season-Ticket-Set bei mir war. Ich glaube, es war nicht sonderlich pralle. Ich kann mich nämlich auch nicht mehr dran erinnern. Ja, jetzt war hier ein... Oh, Balotelli. Oh, das ist natürlich nicht schlecht. Ich hatte erst Basali gelesen. Aber Balotelli ist natürlich ganz nice. Also da haben wir auf jeden Fall das Päckchen, was wir eben mit Coins gezogen haben, wieder raus. Ja, das ist nicht schlecht. Wie gesagt, ich habe erst Basali gelesen und habe gedacht, ja, okay, super, 1500 oder Abstoßpreis sogar. Aber Balotelli, der bringt ja noch über 10k, glaube ich. Bringt der nicht sogar über 15k noch? Ist jedenfalls nicht schlecht. Sehr hübsch. So, nehmen wir hier noch irgendwas von mit. Ja, komm, Ajax so ein bisschen. Muss auch mal sein. Zweite Bundesliga nehmen wir auch nochmal mit. Das finde ich jetzt nicht sonderlich pralle. Sieht irgendwie so billig aus. Und deswegen weg damit. Und ja, das wäre es jetzt aber dann wirklich gewesen. Wir können mal ganz kurz gucken, was ich denn da verkauft hat. Ich weiß echt nicht, was ich verkauft habe. Aber irgendwas habe ich verkauft. Und zwar... Ach genau, Melo. Ja, ja, ich weiß, dass der geupgradet wurde. Und ich habe ihn für 100.000 verkauft. Kann vielleicht dumm gewesen sein. Vielleicht ist er jetzt mittlerweile auf 120, 130.000, was weiß ich. Aber ich sag mal so, wir haben den für 60.000 gekauft. Ich habe ihn jetzt für 100.000 verkauft. Gut ist die Sache. Ab mit dir. So, und das wäre es aber eigentlich gewesen. Jetzt mache ich wirklich Schluss, weil ich habe auch Schiss, dass mir hier die Aufnahme abkackt. Wir sind schon bei 45 Minuten. Ich meine, ihr seht im Endeffekt nur 20 oder so. Aber das wäre es jetzt gewesen. Tut mir leid wegen dieser Legger-Partie. Also... Aber ich habe wirklich über 20 Minuten einen Gegner gesucht und ich konnte da jetzt nicht gleich direkt irgendwie diese Aufnahme rausnehmen und wieder was Neues aufnehmen. Da sollt ihr jetzt natürlich sagen, wenn sowas mal passieren sollte, wollt ihr dann lieber gar kein Video oder wollt ihr so ein Video? Das ist natürlich dann so eure Sache. Ich versuche mir für die nächsten Male dann auch einfach eine Geschichte bereitzulegen, die ich euch dann erzählen kann, die hier irgendwie mir passiert ist. Es wäre natürlich blöd, wenn da jeden Tag sowas passiert, weil so viele interessante Geschichten habe ich ja dann auch nicht. Aber so ein bisschen was, was ich euch dann erzählen kann, werde ich mir einfach mal zurechtlegen. Ich meine das jetzt hier mit dem Deutschen, der da von dem Thai einfach mal umgefahren wurde. Das war jetzt auch nicht so eine Geschichte, die relativ viel Zeit frisst. Aber fürs nächste Mal, ich überlege mir was. Ja, ich würde mal sagen, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt natürlich mal im Forum vorbei. lpmassive.de, ich erwarte euch. Macht's gut, ciao.